Willkommen aus der Pause zurück. Ich hoffe, jeder hat sich etwas steigen können. Wir kommen zu unserem letzten Vortrag für heute. Wir wissen ja, dass die Beauftragung von agilen Projekten so ihre Tücken mit sich bringt. Und der Herr Dr. Beißer von der ZMed, der wird uns heute einen neuen Projektansatz diesbezüglich mit der agilen Fabrik vorstellen im Zuge seines Vortrags Agil im Auftrag des Kunden unterwegs, Erfahrungen aus der Praxis. Herr Dr. Beißer, bitteschön. Ja, Dankeschön. Wie soll ich anfangen? Agil im Auftrag des Kunden unterwegs ist das Thema, was ich hier gerne vorstellen möchte. Ob das jetzt ein neuer Ansatz ist, weiß ich nicht. Für uns war er zumindest irgendwann mal neu. Firma ZMed ist ja Dienstleister in der Softwareentwicklung und das seit 40 Jahren. Und ich sage mal, die längste Zeit waren wir relativ zufrieden, wenn wir hier mit Werkverträgen und mit unseren Kunden, sagen wir mal, die Verträge abschließen konnten. Das hat auch immer gut funktioniert. Das Problem ist ja, wenn ich als Dienstleister in den Projekten der Kunden mitarbeite, dass ich die Abgrenzung schaffe zwischen dem, was der Kunde macht, dem, was wir machen und dass man die Compliance-Regeln in der Beziehung entsprechend auslegt. Das ist ja in den letzten Jahren immer verstärkter gewesen, dass man dann irgendwie in verdeckte Arbeitnehmerüberlassung kommt oder dann doch irgendwie in Scheinselbstständigkeit geht. Also da gibt es ja viele Vorgaben und man muss verdammt darauf aufpassen, dass die Verträge da entsprechend sauber formuliert sind. Das haben wir auch relativ gut hingekriegt die letzten 40, 30 Jahre. Und seit einiger Zeit sind unsere Kunden ja agil unterwegs. Wir haben heute Morgen gehört, es gibt da große Projekte mit 30 Teams, die weltweit verteilt arbeiten. In solchen Projekten sind wir auch unterwegs und kennen daher diese Problematik sehr gut. Und wenn wir jetzt als Dienstleister agile Teams im Prinzip zur Verfügung stellen müssen oder wollen in solchen Projekten, dann muss das natürlich auch vertraglich einigermaßen vernünftig geregelt sein. Das ist ein gewisser Unterschied zwischen einem normalen Werkvertrag. Und warum geht jetzt hier das nicht weiter? Muss ich hier vielleicht nochmal draufklicken? Ja. Deswegen habe ich folgende Agenda mitgebracht. Zunächst möchte ich die Vertragsthemen etwas besprechen und dann darüber über die Abläufe in diesen Projekten kommen und am Schluss vielleicht noch ein paar Erfahrungen präsentieren, die wir im Lauf dieser Projekte gemacht haben. Was funktioniert, was funktioniert nicht, worauf sollte man achten? Gut, beginnen wir mal mit einem normalen Werkvertrag, wie wir ihn lange Zeit gepflegt haben. Also ganz grob gesagt, wird da festgelegt, was der Auftraggeber gerne haben möchte. Also AG, Auftraggeber, der möchte ein Werk haben, was immer das ist. Das kann Softwarekomponente sein, das kann eine eigene Software sein, das können aber auch nur Zuarbeiten sein. Das wird beauftragt und natürlich muss er festlegen, in welchem Zeitraum das passiert sein soll, beziehungsweise wann der Endabgabetermin ist. Der Auftragnehmer, der sollte die Voraussetzungen, unter der er mit dem Auftraggeber zusammenarbeiten will, definieren, damit da nichts schief geht. Und natürlich sollte er dann auch die Kosten benennen, mit denen er die bestellten Werke umsetzen will. Zusammen, Auftraggeber und Auftragnehmer, müssen dann noch einige Sachen klären in so einem Projekt, Vertrag, Kommunikationswege, Rahmen der Abwicklung der Projekte, Tooling und so weiter. Darauf wollen wir aber hier weiter gar nicht eingehen. Im Prinzip, was steht da im Einzelnen so drin? Der Vertragsgegenstand natürlich, was wollen wir denn haben? Zum Beispiel ein Stück Software, die Beschreibung des Umfelds, wie soll das ablaufen, mit welchen Tools, mit welchen Repositories und wollen wir umgehen? Die Beschreibung der Aufgabe, das kann sein, ich brauche ein Stück Software, also das Coding, ich brauche vielleicht auch noch Unit-Tests oder eine Dokumentation. Ich muss den Liefergegenstand definieren, also es sind im Prinzip die Anforderungen, die da beschrieben werden müssen und die Abnahmekriterien am Schluss sollten auch möglichst detailliert beschrieben sein, damit es hinterher klar ist, ab wann ein Werk als vorliegend oder als abgeschlossen betrachtet werden kann. Dann gibt es noch die allgemeinen Festlegungen, wie Arbeitsort, Arbeitsmittel, die Ansprechpartner, die Kommunikationswege, die Reisekostenvereinbarung. Das interessiert uns jetzt in dem Vortrag eigentlich nicht weiter. Und natürlich auch wichtig für den Auftragnehmer zumindest, die Zahlungsbedingungen. Ich habe hier mal ein
kleines, konkretes Beispiel mitgebracht, wie sowas formuliert wurde im Werkvertrag. Im Prinzip, Vertragsgegenstand sei zum Beispiel die Entwicklung einer Produktversion einer bestimmten Software. Und Basis für die Kalkulation des Angebots ist natürlich eine Requirement-Spezifikation, auf die der Auftragnehmer sich dann beziehen kann. Die Beschreibung der Aufgaben, die dann auch konkret formuliert wird, also zum Beispiel, das soll eine gewisse Software erstellt werden, die bestimmte Arbeitspakete beinhaltet, wie manuelles Beschreiben der Smart Tags, den Merge von mehreren Masterfiles, Benutzungsverwaltung, Umstellen, Export auf XML, was immer das sein soll, darum geht es jetzt im Einzelnen gar nicht, nur da sollte genau oder zumindest grob die Pakete beschrieben sein, die umgesetzt werden sollen. Und wichtig, die Voraussetzungen, die ich als Auftragnehmer noch stellen muss, damit ich das tun kann. Also ich brauche gewisse Schnittstellen. Ich muss definieren, was vorhanden sein soll und wogegen ich implementieren kann, beziehungsweise auch die entsprechenden Schnittstellen, dass die konstant bleiben während der ganzen Entwicklungszeit. Festgelegt werden muss natürlich auch der Zeitraum, in dem das passieren soll, klar. Und die Abnahmebedingungen. Also hier, wir schreiben da meistens sowas rein wie Abnahme der Dokumente nach Review, Abnahmekriterien der Software, zum Beispiel nach bestandenem Systemintegrationstest, der dann vom Auftraggeber durchgeführt werden muss. Und ich brauche als Arbeitnehmer natürlich immer noch eine Klausel, die mir eine Möglichkeit gibt, ein Projekt abzuschließen, auch wenn jetzt der Auftraggeber vielleicht keine Zeit hat, eine Abnahme durchzuführen. Das muss man halt dann irgendwie mit einem Timeout entsprechend formulieren. Gut, was sind jetzt die Vor- und Nachteile von so einem Vorgehen? Kennen wir wahrscheinlich alle. Auch Vorteile für den Auftraggeber sind, der Liefergegenstand ist vollständig definiert. Er weiß genau, was am Ende geliefert wird. Der Zeitrahmen ist fest vorgegeben. Er weiß auch, wann er das bekommt. Und die Kosten sind fest vorgegeben. Also sollten keine Überraschungen entstehen, wenn alles perfekt läuft. Die Nachteile für den Auftraggeber, das Wichtigste, Zielanpassungen oder Änderungen während der Laufzeit des Projekts sind im Prinzip immer mit zusätzlichen Kosten verbunden. Also müssen Change Requests erstellt werden und wieder neu beauftragt werden letztendlich. Wenn so ein Projekt länger läuft, sagen wir über ein Jahr, und man hat zum Beispiel Abschlagszahlungen vereinbart, dann entsteht ein gewisser Budgetabfluss, ohne dass ich jetzt eine konkrete Erfolgskontrolle habe oder eine Fortschrittskontrolle, wie das Projekt tatsächlich vonstatten geht. Ich habe am Anfang eben den Aufwand, die Anforderungen zu definieren. Und ich habe am Ende den Aufwand, eventuell ein größeres Stück Software, ein größeres Ergebnis tatsächlich abzunehmen und da die entsprechenden Abnahmetests durchzuführen. Und wenn wir jetzt diesen typischen Fall haben, dass ein großer Abgabetermin vereinbart ist, ich habe eben das Problem, dass wenn das nicht das Richtige ist, was entwickelt wurde, dass ich dann halt nicht das bekomme, was ich haben wollte und es dann zu gewissen Problemen führt. Was sind die Vor- und Nachteile des Auftragnehmers? Gut, die Vorteile sind, der Liefergegenstand ist vollständig definiert, also ich kann mich bei meiner Kalkulation darauf stützen. Der Zeitrahmen ist fest vorgegeben. Also ich weiß, wie lange welche Mitarbeiter beschäftigt oder eingebunden sind. Ich weiß, was an Kosten bzw. an Einnahmen zu erwarten ist. Es ist dann auch geplantbar, man hat einen Zahlungsplan. Und ich habe nicht das Risiko von Änderungen während der Projektlaufzeit. Also das trägt dann der Arbeitgeber, indem er einen Change Request stellen muss. Die Nachteile für den Auftragnehmer, im Prinzip Klärungen werden sehr selten durchgeführt. Also im Prinzip, wenn ich mal die Anforderungen akzeptiert habe, dann muss ich mit dem leben, was da in den Requirements steht. Und wenn da irgendwas missverständlich ist oder nicht, was sich von selbst erklärt, ist es häufig schwierig oder ja, entsprechende Klärungen herbeizuführen. Dadurch gibt es natürlich auch das Risiko der Fehlinterpretation von den Anforderungen und damit das Risiko, vielleicht das Falsche zu entwickeln, was später natürlich zu Verwicklungen führt. Und ich kann natürlich nicht ausschließen, dass ich mich bei meiner Kalkulation vertan habe. Das kann natürlich passieren, wenn ich so ein großes Stück Software betrachte. Man hofft natürlich immer, dass sich Überschätzungen und Unterschätzungen von bestimmten Arbeitspaketen ausgleichen.
Aber es kann natürlich sein, dass ich in einem Punkt mich total verkalkuliert habe, weil das damals noch nicht so absehbar war. Dieses Risiko trage ich dann als Auftragnehmer. Gut, um diese Nachteile zu vermeiden, wurde ja dann vor einigen Jahren, wir wissen es alle, die agile Vorgehensweise eingeführt, um einfach jetzt nicht mehr so große Stücke beauftragen zu müssen, sondern dass man Schritt für Schritt vorgeht und auch im Laufe der Entwicklung Anpassungen an das Ziel der Entwicklung machen kann. Und genau um dieses agile Vorgehen auch in ein Kundendienstleistungsverhältnis einzuführen, braucht es dann halt gewisse Anpassungen des Werkvertrags. Und wir haben das dann hier intern als agilen Werkvertrag bezeichnet. Und den möchte ich jetzt dann auch im Folgenden nochmal gern erläutern. Gut, wir haben nach wie vor einen Kunden, der hat eine gewisse Vorstellung, was er haben möchte, also die Vorstellung des Werks, das wir erstellen sollen. Und wir haben nach wie vor einen Auftragnehmer, das ist dann zum Beispiel, sind dann zum Beispiel wir, der hat ein agiles Team und könnte diesen Kundenwunsch umsetzen. Das Vorgehen ist dann, ich habe halt auf Kundenseite einen Produktowner, der im Prinzip weiß, wie das Ganze funktionieren soll, eine Vorstellung davon hat und im Prinzip dann auch den Backlog erstellt. Das heißt, im Backlog stehen dann die entsprechenden Work-Items, die umgesetzt werden sollen. Und der Backlog ist dann im Prinzip das Teil, was im Prinzip übergeben wird an den Auftragnehmer. Und das Team kann dann sich aus diesem Backlog bedienen und innerhalb eines Sprints die entsprechenden Work-Items umsetzen und am Ende zurückliefern. Das ist der ganz normale agile Prozess, halt mit der Lücke dazwischen, dass wir hier auf der einen Seite den Product Owner auf der Arbeitgeberseite haben und das agile Team, was die Sachen umsetzt, dann auf der Arbeitnehmerseite. Wie läuft jetzt so ein Sprint ab? Ach nee, so weit sind wir noch gar nicht. Ich habe hier nochmal den Vertragstext hier nochmal rudimentär oder die wichtigen Dinge mal aufgelegt. Wie schaut es aus? Also, wir machen einen Vertragsgegenstand, Laufzeit des Projekts. Die Vertragspartner arbeiten unter einem Projekt in einem agilen Entwicklungsteam zusammen. Das heißt, es ist eine Zusammenarbeit auf agiler Ebene. Der Vertragspartner oder die Vertragspartner erledigen dabei eine Vielzahl von einzelnen Work-Items, die durch das Backlog definiert werden. Das heißt also, wir haben jetzt nicht mehr ein Werk, was bestellt ist, sondern wir haben verschiedene Work-Items, die in einem Backlog zusammengefasst sind. Und das ist im Prinzip der Vertragsgegenstand. Das Backlog für das Projekt ist über Anlage 1, also irgendwie spezifiziert und unterliegt in der Regel fortlaufenden Änderungen. Also man muss schon festlegen, wie dieses Backlog gefüllt wird, wer es füllt, bis wann es gefüllt ist und wie es übergeben wird. Dann haben wir den Projektzeitraum. Das Projekt läuft vom Blabla bis zum Blabla. Diese Zeit ist in einzelne Sprints unterteilt. Die Dauer des Sprints kann bei Bedarf vom Auftraggeber verändert werden. Die veränderte Dauer ist vor dem nächsten Sprint festzulegen und im Scrum Board zu dokumentieren. Also man gibt hier dem Auftraggeber gewisse Freiheiten, welchen Umfang er in einen Sprint packen will, also zumindest grundsätzlich. Und man einigt sich darauf, dass man sprintmäßig, also von Teile entwickeln wird. Jedem Sprint sind eine Vielzahl von Work-Items zugeordnet. Das heißt, wir entwickeln einzelne Teile, die am Ende des Sprints in einer funktionierenden Weise vorzuliegen haben, wie man es halt aus dem agilen Prozess kennt. Die Vertragspartner sind sich einig, dass einzelne Work-Items von den beteiligten SubMed-Mitarbeitern in dem Fall über das Backlog entgegengenommen werden. Also damit kommt im Prinzip der Vertrag zustande, dass das Team die Items im Backlog akzeptiert, so wie sie beschrieben sind, und sich damit verpflichtet, diese auch am Ende abzuliefern. Die Dokumentation erfolgt ausschließlich über den Backlog. Eine zusätzliche schriftliche Festlegung der Inhalte ist nicht erforderlich. Also wir konzentrieren uns in der, sagen wir, Beschreibung dessen, was erstellt wird, jetzt auf dieses Backlog und haben keine Requirement-Spezifikationen mehr wie früher. Die am Projekt beteiligten Mitarbeiter von SubMed arbeiten ausschließlich im Namen und Auftrag und auf Weisung der SubMed. Besprechungen mit Auftraggeber und gegebenenfalls mit Dritten im Projekt Beteiligten erfolgt ausschließlich zur Projektabstimmung. Also das heißt,
Wir sind wirklich in eigenem Auftrag unterwegs. Es folgt keine Weisungsbefugnis in irgendeiner Art vom Auftraggeber, sodass wir hier eigentlich compliance-mäßig auf der sicheren Seite sind. Das sollte man auch auf jeden Fall immer mit betrachten oder mit aufnehmen in so einen Vertrag, wenn man es nicht eh schon immer im Werkvertrag mit hatte. Gut, wie schaut jetzt der Sprint, so ein einzelner Sprint aus? Also im Prinzip, wir haben den Product Owner auf Arbeitgeberseite, der füllt das Backlog, übergibt es am Sprintanfang oder übergibt es an das agile Team. Diese akzeptiert das, gibt ein Review wahrscheinlich darüber und damit ist der Sprint definiert und am Ende des Sprints werden dann die Backlog-Items in entsprechende Features gemünzt und als Ergebnis abgeliefert. Am Schluss des Sprints findet dann wiederum vom Auftraggeber eine Abnahme statt. Das heißt, dann wird im Prinzip bestätigt, jawohl, das funktioniert, was hier entwickelt wurde. Und damit sind im Prinzip die einzelnen Work-Items im Backlog als abgeliefert, als fertiges Werk definiert. Wichtig, die Abnahme beendet den Sprint. Also so war es zumindest in den Fällen, wo wir jetzt da unterwegs waren. Wenn der Sprint zu Ende ist, wenn die Work-Items abgenommen sind, dann ist der Sprint zu Ende und der nächste Sprint kann beginnen. So haben wir uns da, sagen wir, im ersten Anlauf festgelegt. Das heißt also, noch während der erste Sprint läuft, muss das Backlog für den zweiten Sprint irgendwie gefüllt werden, damit wir kontinuierlich weiterarbeiten können nach der Abnahme im ersten Sprint. Also nicht hier und nicht hier, sondern hier muss das Backlog für den nächsten Sprint vorliegen. Und dann kann man das Ganze weiter ablaufen lassen und so weiter. So die Theorie. Und so haben wir uns das auch mal vorgenommen und mit unserem Kunden abgesprochen. Was haben wir jetzt in der Vertragsgestaltung hier alles festgelegt? Ich fasse es nochmal zusammen. Also, wir haben die Gesamtprojektlaufzeit festgelegt. Das können zum Beispiel, was weiß ich, ein halbes Jahr mit 6 Sprints sein oder mit 10 Sprints, je nachdem, wie lange wir die Sprintlänge ansetzen. Wir haben anstatt einem Lastenheft das Backlog definiert. Das Endergebnis, also das Werk, das wir abliefern, ist die Summe der Work-Items am Ende des Sprints. Die Abnahme der Werke erfolgt gemäß der Work-Items im Backlog am jeweiligen Sprintende. Und die Steuerung des Auftraggebers erfolgt durch die Definition des Sprint-Backlogs. Also er hat regelmäßig Möglichkeiten, seine Ziele nachzuschärfen, Änderungen einzubringen oder seine Meinung zu ändern, was denn wie funktionieren soll. Klärungen, die ja immer notwendig sind in so einem Umfeld, erfolgen durch den Product Owner im Idealfall. Und es wird eine verbindliche Definition der Begriffe benötigt. Also man sollte schon wissen, was ist der Backlog, was steht da drin, wie groß dürfen die sein, wie viele Storypoints soll der enthalten und so weiter. Und wie im Prinzip genau müssen die Work-Items definiert werden. Und es sollte auch irgendwie festgelegt werden, wie diese Work-Items und der Backlog zustande kommen. Und gut, wichtig, das sollte immer in so einem Vertrag stehen, die Weisungsbefugnis muss beim Auftragnehmer liegen, sonst haben wir später ein Problem eventuell. So, was haben wir jetzt da für Vorteile damit erreicht? Also die Vorteile des Auftraggebers sind klar. Er kann jetzt pro Sprint Teilziele erreichen und auch die Fertigstellung dieser Teilziele überprüfen. Die Steuerung kann er durch das Backlog im Prinzip erreichen. Er kann also jederzeit in regelmäßigen Abständen nachsteuern, seine Meinung ändern. Trotzdem hat er einen festen Zeitraum, über den er planen kann und vielleicht auch seine Ausgaben und Kosten dann festlegen kann. Und wie es im Agilen vorgesehen ist, das Endergebnis muss nicht von vornherein konkret und unverrückbar feststehen, sondern man kann sich da langsam annähern, wie es im Agilen halt vorgesehen ist. Der Unterschied natürlich, der Liefergegenstand kann vage definiert werden. Das ist einerseits positiv, andererseits mag das nicht jedem gefallen, wenn er nicht genau weiß, was er am Ende des Projekts an Ergebnissen haben wird. Der Auftraggeber kann während der Projektzeit eben diese Änderungen im Backlog einbringen und
Die Abrechnung erfolgt über die Backlogs. Das heißt, wir müssen, oder dazu haben wir uns damals in den Projekten auch verpflichtet, die einzelnen Work-Items bepreisen, indem wir sie zum Beispiel über Storypoints bewerten. Und dann können wir genau sagen, wie teuer ein Sprint sein wird, was da umgesetzt wird, welche Kosten beziehungsweise welche Kosten da abrechenbar sind. Unterschied zum Werkvertrag. Also es muss geregelt sein, wie viel Aufwand pro Sprint geleistet werden soll. Also da kann man verschiedene Strategie fahren. Also wir hatten uns in einem Projekt dazu verpflichtet, im Prinzip jeden Sprint mit genau, ich glaube, 120 Storypoints zum Beispiel zu bestücken. Und man kann es aber auch anders machen. Man kann sagen, okay, mich interessiert jetzt nicht so sehr die Anzahl der Storypoints, sondern mich als Product Owner interessiert eher, dass ich jetzt genau die Feature entwickelt bekomme, die ich vielleicht im nächsten halben Jahr oder nach dem nächsten Sprint eigentlich benötige. Das sind ein bisschen so gegensätzliche Ansätze. Einmal kann ich sagen, okay, wir haben eine komplette planbare Auslastung des agilen Teams, indem wir eben immer feste Storypoints in den Sprint packen. Oder wir atmen im Sprint und sagen, okay, der kann mal länger, mal weniger sein, aber dafür kann ich genau festlegen, welche Feature oder welche fachlichen Dinge ich umsetzen möchte. Das war immer so ein bisschen ein Gegensatz und es hat sich auch wirklich gezeigt, diese feste Storypoint-Regelung ist manchmal recht schwer umzusetzen. Gut, was haben wir jetzt erreicht im Ergebnis? Wir haben, sagen wir mal, die typischen Nachteile des Werkvertrags dadurch behoben. Wir haben also im Prinzip die Zielanpassung ermöglicht. Wir haben im Prinzip auch den Budgetabfluss ohne Erfolgskontrolle gemindert, zumindest indem wir die Sprint in regelmäßigen Abständen am Ende des Sprints kontrollieren können. Wir haben nicht den großen Aufwand am Anfang für die Erstellung der Requirements, genauso wenig wie den großen Aufwand am Ende für eine Komplettabnahme. Und wir mindern natürlich das Risiko, dass etwas Falsches entwickelt wird, weil wir einfach öfter auf das Ergebnis schauen können. Im Vertrag haben wir im Prinzip folgende Änderungen. Also die Aufgabenbeschreibung hat sich dahingehend geändert, dass wir jetzt nicht einen festen Umfang spezifizieren, sondern wir beauftragen im Wesentlichen die Durchführung einer oder mehrerer Sprints. Und der Inhalt des Sprints muss jetzt im Prinzip am Anfang des Vertragslaufzeit noch gar nicht spezifiziert sein. Die Anforderungsbeschreibung geht vom Lasten- zum Pflichtenheft in die Work-Items und im Backlog. Der Liefergegenstand ist im Prinzip jetzt nicht die fertige Softwarekomponente, sondern sind einzelne fertig implementierte Work-Items, die also regelmäßig geliefert und da übergeben werden. Der Zeitplan ist im Prinzip ähnlich. Ich habe ihn nur unterteilt in bestimmte Sprints. Die Änderungen sind jetzt über den Sprint kontinuierlich möglich und ich muss jetzt nicht zusätzliche Change Requests stellen, die normalerweise kostenpflichtig sind. Die Abnahme erfolgt beim Werkvertrag einmalig am Projektende in der Regel und hier eben pro Sprint. Die Bepreisung ist im Prinzip einerseits eine Gesamtbepreisung. Beim agilen Werkvertrag schätze ich die einzelnen Work-Items ab und habe dadurch als Auftraggeber eigentlich eine bessere Übersicht, was mich einzelne Features kosten. Und ich kann da auch, sagen wir mal, steuernd eingreifen, wenn ich da sehe, es läuft irgendwas aus dem Ruder. Die Kommunikation beim Werkvertrag sind relativ spärlich, sage ich jetzt mal. Also es sind definierte Kanäle. Ich kann natürlich zurückfragen, nur sagen wir, die Reaktionszeiten sind nicht immer sehr gut gegeben. Im agilen Werkvertrag sollte das durch den BO kontinuierlich und besser sein. Was funktioniert und was funktioniert jetzt nicht von dem, was wir hier gemacht haben? Im Prinzip die Durchführung, also ich gehe mal die einzelnen Punkte nochmal durch. Die Aufgabenbeschreibung im Backlog und in den Sprints funktioniert eigentlich sehr gut. Die Work-Items im Backlog funktioniert im Prinzip auch gut, nur an den Sprintgrenzen kann es zu Verzögerungen und ist es zu Verzögerungen gekommen,
aus verschiedenen Gründen. Das kann ein Nachteil sein, weil das die ganze Sache verzögert und nicht mehr ganz so effektiv ist, wie man sich das vielleicht vorstellt. Der Liefergegenstand, Übergabe der Work-Items, funktioniert, aber man sollte sich oder man muss sich überlegen, wie man umgeht mit Work-Items, die jetzt in einem Sprint nicht tatsächlich abgeschlossen werden konnten. So etwas kommt immer wieder vor. Nicht jedes Work-Item, was einmal spezifiziert wurde, ist tatsächlich so umzusetzen. Das kann sich im Laufe des Sprints zeigen. Und da sollte man dann irgendwie einen Plan B haben, wie man damit umgeht. Der Zeitplan funktioniert nicht immer. Wie gesagt, es gibt Verzögerungen bei über die gesamte Dauer, wenn man, sagen wir mal, dass die Sache nicht geklärt hat, wie es am Projektende weitergehen soll, wenn Sprints, sagen wir, wenn der Backlog nicht gefüllt ist, beziehungsweise wenn einzelne Work-Items nicht fertiggestellt werden konnten. Die Änderungen, die man einbringen kann, sind natürlich größer als im Werkvertrag, aber das ist auch nicht immer ausreichend, vor allem dann nicht, wenn es Klärungsbedarf oder Änderungsbedarf während des Sprints auftauchen. Die Abnahme funktioniert eigentlich ganz gut. Am Ende des Sprints, da gibt es manchmal Probleme bei der Übergabe von einem System ins andere, aber das ist relativ leicht beherrschbar. Die Bepreisung, also die Abschätzung der Work-Items funktioniert. Und zwar, je länger das Projekt läuft, umso besser. Unsere Mitarbeiter, und eigentlich alle Mitarbeiter, sind ja lernende Systeme. Man kriegt Erfahrung und das funktioniert also dann nach einer gewissen Zeit sehr gut. Die Kommunikation, da war ja geplant, dass, sagen wir mal, Klärungen kontinuierlich über den Product Owner des Auftraggebers durchgeführt werden. Das funktioniert leider nicht ganz so gut, wie man sich das am Anfang vorgestellt hat. Vor allem deshalb, weil man auf Auftragnehmerseite eben der Meinung ist, dass der Product Owner noch andere Dinge auch tun muss. Gut, also, das haben wir eigentlich alle schon gehabt, aber was funktioniert gut. Wichtig ist, ich kann im Scrum-Team auf Arbeitnehmerseite eben eigenständig arbeiten, was natürlich für den Ablauf der agilen Umfeld, ja, des agilen Vorgehens sehr gut ist. So, was funktioniert nicht so gut? Ich habe es, glaube ich, schon angedeutet. Einmal diese Kommunikation zwischen dem Product Owner und dem agilen Team. Da gibt es häufig Fragen, die man eigentlich unmittelbar klären müsste, die aber dann doch eben, weil der Product Owner im Umfeld des Auftraggebers ist, und nicht sofort greifbar ist, halt häufig, führt es häufig zu Verzögerungen. Das ist das eine, was man da vielleicht verbessern müsste. Und das andere ist eben die Bereitstellung des Backlogs zur rechten Zeit. Auch da muss man sich überlegen, was kann man da tun. Wir haben uns da auch einmal Gedanken dazu gemacht. Ich habe es hier nochmal kurz beschrieben. Da gehen wir jetzt mal drüber. Gut, was könnte man also besser machen? Man müsste die Verfügbarkeit des Product Owners erhöhen. Man muss die Pflege des Backlogs irgendwie besser hinkriegen. Und man braucht Möglichkeiten, auch während des Sprints Rückfragen und vielleicht auch Anpassungen an den Work-Items vornehmen zu können. Das ist zwar nicht im Sinne des strengen agilen Vorgehens, aber in der Praxis häufig wirklich nötig. Wir haben daher im Prinzip unseren neue Rolle ausgedacht, die wir hier in unseren Projekten eingeführt haben, ist der Proxy-PO, das ist der Proxy-Product-Owner, der im Prinzip die Rolle des Product-Owners auf Auftragnehmerseite, nee, Auftraggeberseite spiegeln soll. Er soll im Prinzip als erster Kontakt zum Auftraggeber wirken. Er soll, wenn möglich, und das ist eigentlich entscheidend, an der Ausformulierung der Work-Items beteiligt sein, eben um das Wissen zu haben, um spätere Nachfragen beantworten zu können. Das heißt, er braucht eine gewisse Wissensübernahme vom Product Owner des Auftraggebers und er dient gleichzeitig als interner Product Owner. Also im Prinzip in einer kleinen Abwandlung unseres bisherigen Vorgehens. Das heißt, der Product Owner auf Auftraggeberseite formuliert die Work-Items nur erstmal recht abstrakt, noch nicht vollständig, was er dann auch
weniger Arbeit führen ist und beauftragt im Prinzip den Proxy-PO auf Auftragnehmerseite, diese Work-Items dann auszuformulieren und in den Backlog zu stecken, in einer Form, die dem agilen Team dann im Prinzip das Arbeiten ermöglicht, also vollständig genug. Im Prinzip ist der Sprintablauf dann folgendermaßen. Zunächst wird auf einer relativ abstrakten Ebene der Backlog definiert. Dann wird er dem Auftragnehmer übergeben und der Proxy-PO wird diesen dann konkret ausformulieren, natürlich in Rücksprache zum Auftraggeber. Dann kann hier der Sprint ganz normal ablaufen und ja, im Prinzip die Absprachen und Erklärungen können dann zwischen Proxy-PO und agilen Team durchgeführt werden, was in der Regel sehr, sehr viel schneller und effektiver ist. Gleichzeitig kann der Proxy-PO am Ende oder noch während des Sprints fertige Work-Items schon mal abnehmen, intern, um dann am Ende die Gesamtabnahme des Sprints durch den Auftraggeber vorzubereiten. Es hat sich auch gezeigt, dass das sehr effektiv ist, weil dann im Prinzip kaum noch die Situation auftritt, dass irgendwas bei der Übergabe nicht so funktioniert, wie es geplant war. Ja, im Prinzip geht es dann so weiter. Das ist nur ein Schaubild, was es dann zeigt. Gut. Also, was ist jetzt an positiven Effekten hier durch den Proxy-PO erreicht worden? Das ist im Prinzip zusätzlich der zweite Absatz hier. Der Auftraggeber ist von der täglichen Kommunikation entlastet. Er kann sich im Prinzip auf seine eigenen Aufgaben mehr konzentrieren und wird nur noch dann gebraucht, wenn wirklich vielleicht schwerwiegende Entscheidungen zu treffen sind. Und der Auftraggeber kann Teile der Backlog-Erstellung auch auslagern. Im Prinzip kann das der Auftragnehmer mit übernehmen, wenn er entsprechende Kommunikation oder entsprechende Kenntnisse zum Produkt hat. Und ganz wichtig, innerhalb des agilen Teams können dann die Klärungen selbstständig durchgeführt werden. Das geht im Prinzip aber nur dann, wenn Auftraggeber und Auftragnehmer ein gutes Vertrauensverhältnis haben. Also wir arbeiten in solchen Projekten normalerweise lange zusammen und nachdem man da mal ein, zwei Jahre zusammengearbeitet hat, kennt man die Umfelder. Man weiß im Prinzip, was der Auftraggeber eigentlich braucht und will und kann viele Dinge selbst beantworten. Wichtig ist auch, dass der Proxy-PO wirklich ausreichend Zugang zum Product Owner auf Arbeit hat. Zum Produkt genügend Informationen über das Produkt und die Ziele des Auftraggebers hat. Gut, so am Schluss sind wir ja schon ziemlich durch. Noch ein paar Erfahrungen, die wir so tatsächlich im Laufe der Zeit gemacht haben und wie die behoben wurden oder was man da machen kann. Zunächst einmal ist es doch immer wieder vorgekommen, dass Work-Items am Ende des Sprints noch nicht abgeschlossen werden konnten. Und im Prinzip war das in der ersten, sagen wir mal, Vertragsfestlegung so geregelt, dass wir dann eben diese Work-Items noch fertig machen und der Sprint erst dann, wenn die vollständig abgeschlossen waren, zu Ende war. Das führt dann im Prinzip dazu, dass einzelne Mitarbeiter im agilen Team, die eben dieses Work-Item bearbeiten, mehr zu tun hatten, andere in dieser Zeit eigentlich dann leer liefen und die Dauer des Sprints sich vielleicht noch um eine Woche ausgedehnt hat, wenn es ein schwerwiegender Fall war. Das führt natürlich dazu, dass die Zeitvorgaben für das Gesamtprojekt natürlich in Gefahr geraten. Vorteil für den Auftraggeber ist, er hat dadurch keine weiteren Kosten. Das geht dann natürlich auf das Risiko des Auftragnehmers. Das Problem ist, trotzdem wird der Start des folgenden Sprints und damit vielleicht auch die Gesamtzeit des Projekts verspätet. Gut, und natürlich der Auftragnehmer hat das Problem, dass er bestimmte Mitarbeiter eine Zeit lang nicht auslasten kann. Man kann das anders regeln. Man kann natürlich den nicht fertigen
das nicht fertige Ticket oder das Work-Item in den nächsten folgenden Sprint übernehmen und damit dem Team eine kontinuierliche Weiterarbeit ermöglichen. Das heißt aber, der Aufwand wird letztendlich verschoben und man muss eben dann klären, wie das gemacht wird. Wird es dann zusätzlich noch gemacht? Das heißt, der Aufwand ist dann beim Auftragnehmer und er muss vielleicht eventuell Ressourcen nachschießen. Gut, wir haben das ja so geregelt, dass wir eine bestimmte Anzahl von Storypoints pro Sprint durchführen wollten. Zumindest anfangs war das so geplant. Das hat auch gut funktioniert. Man hat dann relativ schnell gelernt, was ein Storypoint bedeutet und wie das auf die Aufgaben und die Tickets umzusetzen ist. Das ging recht gut. Das Problem war ein bisschen, dass man dann immer krampfhaft versucht hat, genau diese festgelegte Anzahl von Storypoints tatsächlich in diesen Sprint, in den nächsten Sprint mit reinzupacken und dann dafür vielleicht Tickets rausgenommen hat, weil die eben zahlenmäßig jetzt gerade nicht gepasst haben, die man eigentlich dem Kunden hätte zeigen wollen oder aus anderen Gründen nötig gewesen wären. Also da muss man sich dann vielleicht überlegen, dass man hier etwas flexibler vorgeht und sagen wir mal die fachliche Sicht da in den Vordergrund stellt und sagt, okay, wir brauchen jetzt aber folgende Feature, die setzen wir jetzt um und wenn es halt dann nur noch, sagen wir, 100 Punkte sind oder 140 Punkte sind, dann muss das halt auch gehen, dann wird entweder der Sprint verlängert oder die Mannschaft vielleicht noch etwas vergrößert. Welche Erfahrungen haben wir mit der Befüllung des Backlogs? Das ist natürlich ein Problem unter Umständen, wenn der nicht rechtzeitig fertig ist. Und es kam durchaus vor, dass wir dann am Ende des Sprints, sagen wir mal, den neuen Backlog nur zur Hälfte gefüllt hatten und eigentlich nicht genau wussten, was kommt da noch alles rein. Oder dass die Work-Items nicht wirklich so beschrieben waren, dass wir sie konkret umsetzen konnten oder verstehen konnten. Oder dass der Product Owner des Kunden eben nicht verfügbar war, um diese Klärungen durchzuführen und es dadurch zu Verzögerungen kam. Die Lösung hierfür war tatsächlich, dass wir unseren Proxy-BO hier verstärkt zum Einsatz brachten und damit den Product Owner des Kunden entlasteten und uns, sagen wir mal, viele Verzögerungen erspart haben. Am Ende des Sprints muss eine Abnahme durchgeführt werden und auch da haben wir gelernt, dass es vielleicht nicht ganz so günstig ist, alle Work-Items wirklich in einer Sitzung am Ende des Sprints zu reviewen und abzunehmen. Zum einen kann es passieren, dass das eine oder andere jetzt in der Kundenumgebung, in der das getestet wird, dann nicht funktioniert, aus verschiedenen Gründen, weil es eben doch nicht ganz identisch ist mit der Entwicklungsumgebung. Und es hat auch dazu geführt, dass wir letztendlich bei der Übergabe häufig Merge-Probleme hatten, weil im Prinzip die Kundensoftware sich, während wir entwickelt haben, auch weiterentwickelt hat. Was ich hier als sehr nützlich erwiesen hat, war eben auch dann die Einführung des Proxy-BOs, der dann im Prinzip die Tickets, die während des Sprints abgeschlossen wurden, kontinuierlich vorgereviewt und geprüft hat und in der Kundenumgebung getestet hat und dann auch schon mal die Merge-Probleme vorzeitig erkannt hat. Das ist die Übergabe des Codes gewesen, das habe ich jetzt gerade schon erzählt. Also häufiges Synchronisieren während des Sprints durch den Proxy-BO hilft da ab, sodass wir die Merge-Probleme relativ gut in den Griff bekommen haben. Gut, sind wir bei der letzten Zusammenfassung. Wir haben im Prinzip einen agilen Werkvertrag eingeführt, um in einem großen Projekt mit agilen Projektteilnehmern entsprechend liefern zu können, um auch das vertraglich abzusichern, dass wir agil arbeiten können. Wir haben gelernt, dass es sinnvoll ist, eine Rolle einzuführen, die im Prinzip die Aufgaben des Product Owners auf Auftraggeberseite verbessert oder spiegelt, um im Prinzip die Kommunikation des agilen Teams untereinander zu verbessern und die Schnittstelle klar zu definieren und vielleicht auch vorwegzunehmen. Und
Wir haben gelernt, unser agiler Werkvertrag funktioniert dann gut, wenn der Product Owner und der Proxy PO ihre Rollen richtig ausfüllen, also sich gegenseitig gut kennen, wissen, wie sie miteinander umgehen können und auch formal Wissen häufig austauschen. Und natürlich, je länger wir zusammenarbeiten in diesem Umfeld oder mit diesem Rahmen, desto besser läuft das Ganze. So eine Binsenweisheit, je länger man etwas macht, desto besser geht's. Und es ist natürlich auch die Voraussetzung, dass es eine gewisse Stabilität in den Ansprechpartnern gibt. Gut, damit bin ich am Ende und vielen Dank fürs Zuhören. Ja, Dr. Beiser, vielen Dank für den Vortrag. Man sieht, agiles Arbeiten ist die eine Geschichte, das Ganze mit dem Kunden zu verknüpfen und dann eventuell auch noch in vertragliche Bahnen lenken zu müssen, ist wieder eine ganz andere Geschichte und wirft dann doch in der Praxis mehr Probleme auf, als es die Theorie vielleicht vermuten lässt. Wir haben schon die ersten Fragen reinbekommen. Der Herr Ranke fragt, wie sehen Sie es, wenn Entwickler aus dem agilen Team des Auftragnehmers direkt Kontakt zur Auftragsklärung beim Product Owner des Auftraggebers suchen? Sollte ja eigentlich möglich sein nach dem agilen Vorgehen und spricht eigentlich auch nichts dagegen. So ist es eigentlich auch geplant gewesen, dass der Product Owner auf Auftraggeberseite eigentlich dafür zur Verfügung steht. Aber häufig ist es so, dass genau das das Problem ist. Ich kann nicht einfach mal da anrufen und fragen, was ist los, sondern eventuell muss ich eine Mail schreiben und auf Antwort auf den nächsten Tag warten oder was. Vor allem, wenn dann vielleicht auch noch räumliche oder Zeitzonen möglich dazwischen liegen. Okay. Aber grundsätzlich spricht eigentlich dann nichts dagegen, ja, wenn das so vereinbart ist. Alles klar. Gut, die nächste Frage. Storypoints sind aus meiner Sicht keine gute Einheit für einen Vertrag. Es ist eine Abschätzung von Komplexität einer Aufgabe und ist sehr teamspezifisch. Und auch die Referenz, was ein Storypoint entspricht, wird immer wieder mal angepasst. Storypoints sind ja auch zwischen Teams nicht vergleichbar. Als Auftraggeber wäre mir wichtiger, dass das Backlog nach vorgegebener Priorität abgearbeitet wird, in Klammern, und damit der größte Kundenwert erzeugt wird, Klammer zu, und nicht das artifizielle Abarbeiten von Storypoints. Das ist der Kommentar vom Herrn Carsten Schuh. Gut, kann ich voll nachvollziehen. Ich finde es jetzt auch nicht das Ideale. Nur es gibt halt bestimmte Rahmenbedingungen, die auch rein abrechnungstechnisch irgendwie gefasst werden müssen. Also ich weiß, die Storypoints sind sehr projektspezifisch und teamspezifisch. Das war bei uns auch so. Und sagen wir mal, die Abschätzungen dann auf ein anderes Projekt zu übertragen, ist kritisch. Ja, also wir haben das halt in den Projekten gemacht, die, sagen wir mal, eine gewisse Konstanz hatten und wir wussten dann nach einer gewissen Zeit, okay, Storypoints sind 3,5 Stunden und im Prinzip ging es nur darauf, was für Aufwand da letztendlich reinfließen soll und eine Abschätzung zu haben, dass, sagen wir mal, der Inhalt des Backlogs, sagen wir mal, in der Sprintdauer auch abgearbeitet werden kann. Das ist sicherlich nicht das Ideale, bin ich ganz auf Ihrer Seite. Okay. Vielleicht eine Anmerkung dazu. Ich bin jetzt da nicht ganz der gleichen Meinung, weil wenn ich Storypoints wirklich als abstrakte Einheit verstehe und eben nicht vorher festlege, wie viel Zeit dahinter so einem Storypoint dann letztendlich steht, dann sollte es eigentlich, so ist es ja eigentlich auch gedacht, dem Team helfen, die einzelnen Stories besser schätzen zu können. Ja, also Keine Zeit dahinter oder ich kann man weiß sie mal, nein, nein, die Zeit muss man natürlich irgendwann dahinter legen, ja, aber viele legen es zuerst dahinter und schätzen es dann kann ich im Prinzip gleich in Zeit schätzen, ja. Wenn ich zuerst in Storypoints schätze und danach festlege, was ist denn das an Zeit, dann ist es eigentlich der bessere Weg, also aus unserer Erfahrung, ja. Und vielleicht noch eine Anmerkung zu dem Proxy PO.
Wir haben ähnliche Erfahrungen gemacht wie Sie. Also PO auf Seiten des Auftraggebers ist teils schwierig. Ich möchte sogar so weit gehen, teils unmöglich. Aus fehlender Zeit und verschiedenen Gründen. Wir sind einen ähnlichen Weg gegangen. Wir haben es sogar noch ein bisschen weitergetrieben. Wir haben dem PO auf Auftraggeberseite komplett die Arbeit abgenommen und haben wirklich die Stories selber verfasst und haben dann hinterher mit dem PO auf Auftraggeberseite dann diese von uns verfassten Stories dann entsprechend durchgesprochen, abgesprochen und dann entsprechend dann angepasst oder verfeinert, wo es dann eben nicht gepasst hat. Also wir haben ihm noch mehr Arbeit abgenommen, quasi dem Auftraggeber PO. Aber das hat wirklich dazu geführt, dass es weniger Probleme gab. Ja, das ist richtig. Also kann ich voll unterstreichen. Kommt halt darauf an, wie viel von seiner Kompetenz will der Auftraggeber da abgeben, ja? Und das war Das ist ein so. gewisser Lerneffekt auch beim Auftraggeber zu sehen, dass er das nicht alles in seiner Hand behalten kann, wenn er vernünftig arbeitet. Das ist richtig. Das ist richtig. Ja. Gibt es noch weitere Fragen aus dem Plenum? Momentan nicht. Ich hätte noch eine Frage. Wenn Sie mit dem agilen Werkvertrag arbeiten, beispielsweise mit dem Prinzip, dass Sie eine feste Anzahl an Stories pro Sprint hier festlegen mit dem Auftraggeber, dann ist es ja quasi vom Risiko ähnlich dem normalen Werkvertrag. Das heißt, Sie gehen ins Risiko, ja, diese Story Points zu schaffen, beziehungsweise dann eben verlängern zu müssen, wenn Sie die einzelnen Work Items oder Stories nicht schaffen. Im umgekehrten Fall verlagern Sie natürlich das Risiko, wenn Sie es nicht machen, sondern nur nach Funktionalität gehen, ja, und gar nichts festlegen, das Risiko voll auf Auftraggeberseite. Das ist ja so auch dieser ganze Konfliktraum, der in diesem agilen Werkvertrag letztendlich steckt. Wer trägt am Schluss das Risiko, ja? Und das ist, wie hat sich das von Ihrer Seite her am besten eingependelt? Ja, wir hatten natürlich auch eine Lernphase und wir haben gesagt, okay, wir versuchen das jetzt mal. Gehen wir von einer festen Storypoint-Zahl pro Sprint aus. Das war halt der erste Ansatz, den wir da vertraglich festgelegt haben und wir wollten ja alle sehen, wie es funktioniert. Wir haben auch gesehen, dass wir anfangs natürlich noch nicht so schnell waren wie am Ende. Man hatte auch eine gewisse Geschwindigkeitssteigerung mit der Zeit. Und hat dann im Prinzip die Abschätzungen halt im Backlog also die einzelnen Tickets, die bewertet wurden, dann nochmal mit dem Auftraggeber durchgesprochen und sein Okay dazu eingeholt, eine Einschätzung. Er hat es zwar jetzt nochmal abgeschätzt, aber er hat gesagt, okay, klingt plausibel, klingt nicht plausibel. Und nach zwei, drei Runden, denke ich, hat man da genügend Vertrauen gehabt, dass da jeder sein, sagen wir mal, reell und redlich seinen Beitrag leistet, sage ich mal. Und es ist ein gegenseitiges Lernen und ein gegenseitiges Kennenlernen und am Schluss waren wir eigentlich schon, sagen wir mal, ohne Probleme in der Lage, diese Storypoints zu geben und zu bewerten. Das hat eigentlich gut geklappt. Gut, auf Auftraggeberseite ist natürlich das Risiko, dass zum Beispiel wichtige Features dann nicht umgesetzt werden, weil Ja gut, das war das eine Problem, das hatten wir ne, schon. genau, ne, Wollte genau. ja Ne. die Storypoints vollfüllen, aber konnte dann halt ein Feature nicht reinbringen, was er unbedingt Ja, braucht. genau, genau, genau. Deswegen haben wir doch gesagt, na gut, wir müssen uns da vielleicht nochmal Gedanken machen, wie man da ein bisschen flexibler reagieren kann. Entweder wir machen die Sprintlänge unterschiedlich lang. Aufrüsten der Mannschaft könnte man natürlich auch sich überlegen, wenn es mehr sein soll. Oder runterfahren der Mannschaft, wenn es weniger sein soll. Aufrüsten ist aber immer schwierig, muss ich sagen. Ja, da, bis man jemanden eingearbeitet hat, der jetzt vielleicht noch nicht in dem Team war, hat man dann natürlich nicht die Geschwindigkeit, die man sich erwünschen würde. Also da ist noch Konfliktpotenzial da und da denke ich, kann man sicherlich auch noch mehr lernen, wie man das am besten. Hatten Sie es immer mit Auftraggebern zu tun, denen agile
Arbeitsweise bekannt war oder hatten Sie es auch mit Auftraggebern zu tun, die davon noch nie was gehört hatten? Sagen wir es so, die Projekte, die wir bisher durchgeführt haben, haben wir mit Kunden gemacht, die da schon Erfahrung hatten. Mhm. Da haben wir natürlich auch mit anderen Kunden gesprochen, wo für die das neu war. Und ich weiß nicht, vielleicht liegt es daran, aber da tun wir seit einer gewissen Zeit verhandeln, wie wir das jetzt machen wollen. Also das ist schon scheinbar auch eine Überwindung für jemanden, der sich da jetzt noch nicht so auskennt, sich auf Ja. sowas einzulassen. Lassen. Naja, was man nicht kennt, dem traut man nicht so recht, ist ja klar. Ja, man weiß halt nicht, was Und bekomme ich für mein Geld, ne? man macht immer gern das, was seit 10 Jahren funktioniert, ist ja klar. Kann ich bestätigen, kann ich bestätigen. Gut, gibt es sonst noch Fragen aus dem Plenum zu dem Thema? Nein, gibt's nicht. Herr Dr. Beißer, dann bedanke ich mich ganz herzlich für den Vortrag und für Gerne. die Beantwortung der Fragen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann auch noch im Open Space. Genau. Und dann würde ich wieder an dich abgeben, David.